Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap. Natürlich noch, ja, 1.9 Vierfach Version. Leider immer noch 1.9 unterwegs, aber demnächst 2.0 erste Vorstellung. Bisschen Infos habt ihr ja schon gekriegt letztens und demnächst geht es dann weiter mit der Vorstellung. Vielen, vielen Dank wieder alle Kommentare, vor allen Dingen natürlich jetzt auch zum Thema Likes. Hat ja schon halbwegs ganz gut geklappt. Wenn ich mal schaue, was die erste Folge, wo ich es gesagt hatte, am Montag, hat tatsächlich von euch 583 Likes bekommen. Vielen, 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 vielen Dank. Super cool. Dann ebbt es aber auch schon stark ab. Ne? Dienstag fühlten sich noch 364 Leute genötigt, ein Like dazulassen. Was war das denn? Mittwoch 373 und Donnerstagabend ist es jetzt, Stand, was weiß ich, 21 Uhr, ca. 200 Likes. Somit komme ich bisher, dank eurer Unterstützung, auf 1517 Likes in 4 Tagen. Erstmal vielen, vielen Dank, ist natürlich schon mal ein absoluter Rekord, noch nie so viele Likes gekriegt. Aber man sieht eben auch, das sind im Vergleich zum Montag schon mal 200-300 weniger am Tag. Und ihr wisst es, ihr habt selber ein bisschen mit in der Hand, wie lange wird die 800er Folge am Sonntagnachmittag? Eine halbe Stunde hatte ich ja vorgegeben, mindestens. Und jetzt würden aktuell 15 Minuten dazukommen, also wir wären jetzt bei 45 Minuten. Ihr habt jetzt heute noch die Chance, natürlich auch noch die Videos von gestern, vorgestern zu liken, wenn ihr es nicht gemacht habt. Wenn ihr euch die Videos nicht gefallen haben, okay, dann natürlich nicht. Soll sich keiner dazu gezwungen fühlen. Ich meine natürlich trotzdem eine längere 800er Folge, aber wie gesagt, ob es jetzt eine über eine Stunde wird oder knapp eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, anderthalb Stunden, das habt ihr in der Hand. Und ja, die beiden Samstagsfolgen werden auch noch dazu zählen. Und ich denke, wenn ich es zeitlich hinkriege, werde ich Sonntagmorgen das Ganze aufnehmen. Sonntagmittag irgendwie. Und dann schaue ich natürlich, wie viele Likes sind das jetzt insgesamt geworden von euch. Und dann machen wir dementsprechend da eine 800er Folge draus. Das ist aber nicht das Einzige. Ich habe mir dann danach auch ein anderes Prinzip überlegt. Das werde ich dann euch aber am Sonntag in der 800er Folge nochmal genauer präsentieren, wie ich mir das in der Zukunft vorstelle. So, ich will einmal schnell mal aber mir einen Radlader suchen, weil wir müssen ein bisschen weiter fahren. Hatten wir hier noch einen? Ja, guck mal, den können wir nehmen. Den Case. Hoffe ich, dass wir mit dem hinkriegen. Also fahren jetzt hier nebenbei mal so eine kleine entspannte Tour zur BGR Süd mit... Ich schon, warte mal, ein bisschen die Schaufel noch mal vorne rum. Okay. So, dann wollen wir auch die Kursplay Ultima wieder losschicken. Verzieht wieder leicht, ne? Ja, und dann fällt mir natürlich noch ein, was ich jetzt noch nicht gesagt habe. Es gibt ja aktuell wieder eine kleine Umstimmung auf meinem Kanal. Ich glaube, mindestens ein Drittel von euch hat es ja tatsächlich gefunden, hat schon abgestimmt. Vielen, vielen Dank dafür. Tatsächlich in diesen letzten 3 Tagen, das sind ja noch nicht mal 3 Tage, 2 Tage, ne? 560 Abstimmungen, welches Let's Play ihr als nächstes sozusagen als neues Let's Play hier auf meinem Kanal sehen wollt. Denn es ist natürlich absehbar. Erstmal sind ja in letzter Zeit sowieso ein paar Let's Plays ausgelaufen und, weiß es noch, der Farm Manager wird jetzt auch demnächst zu Ende sein und dann wird Zeit für ein neues Projekt. Ich hatte zur Auswahl gestellt The Long Dark, City Skylines, GTA 5, Jurassic World Evolution und House Flippers. Wer noch nicht abgestimmt hat, hat jetzt die Möglichkeit, hier wird eingeblendet irgendwo im Video nochmal einen Link zur Abstimmung, dann könnt ihr gerne nochmal teilnehmen. Also ich denke, die werde ich auch bis Sonntag vermutlich laufen lassen und Sonntag steht denn die Entscheidung fest. So, was ist noch an Besonderheiten? Natürlich GTA 5, klar, ist aktuell mit 45% aller Stimmen ganz klar in Führung. Danach kommt House Flippers. House Flippers ist ja so ein Haus renovieren, ich sag mal aufhübschen, also ein Schrotthaus kaufen, wieder schick machen und teuer verkaufen. Und da hatte ich geschrieben, das Ganze würde ich wenden mit meiner besseren Hälfte, mit meiner Frau zusammen machen. Das ist, gibt bestimmt schöne Diskussion, ob wir, ich sag mal, die Farbe, ob wir jetzt hier die Wände weiß oder grün oder rosa malen, so nach dem Motto, oder das Elektrogerät in die Ecke stellen oder da einstellen oder die Küche da aussieht oder da aussieht. Deswegen dachte ich, ist das vielleicht auch ein ganz lustiges Projekt. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass sich GTA so dermaßen absetzt. Vor allem, weil es ja doch schon mittlerweile, wie alt ist GTA 5? 3 Jahre? 2-3 Jahre? Aber es gibt, glaube ich, nicht mehr so viele YouTuber, die es aktuell spielen. Es gibt natürlich insgesamt auf YouTube super krass viel Material darüber, das ist ganz klar. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Einige waren ja schon sehr skeptisch, die dann sagen, GTA 5 können sie mir von mir gar nicht vorstellen. Das sieht man ja hier, ne? Ich fahre hier Landwirtschaftssimulator mit einem Radlader durch die Gegend und soll ich auf einmal GTA 5 spielen. Aber da kann ich euch beruhigen, Leute. Ich habe auch GTA Grand Theft Auto, was war denn das? Vice City zum Beispiel fast durchgespielt. Ist natürlich ein paar Jahre her, ganz klar. Aber ich glaube schon, dass ich da wieder reinkommen würde. Ich würde natürlich ganz normal den Story-Mode spielen. Jetzt nicht online oder irgendwas, sondern ganz normal...
den Story-Modus da durchspielen. Also durchspielen ist übertrieben, dafür ist es, glaube ich, zu umfangreich. Dann kommen wir auch da irgendwie nachher auf 800 Folgen. Aber ja, generell, ich hätte schon Bock auf das Spiel. Und natürlich habe ich auch so nur Spiele reingegeben in die Auswahl, wo ich selber Lust zu hätte. Und natürlich aktuell, ihr wisst es, Steam Summer Sale heißt natürlich auch, die Spiele sind deutlich erschwinglicher. Außer jetzt Jurassic World Evolution, weil das ein neuer Titel ist, sind alle anderen Spiele, glaube ich, runtergesetzt. Vor allem auch GTA, aktuell für 20 Euro zu kriegen. House Flippers, ich glaube 13 Euro. Skylines, was weiß ich, auch um bei 10, 15 Euro. The Long Dark auch. Also alles ja, verhältnismäßig überschaubare Anschaffung. Von daher, ich habe Bock auf ein neues Let's Play. Wer noch nicht abgestimmt hat, hat noch die Möglichkeit, bis Sonntag seine Meinung kundzutun. Ganz einfach hier auf YouTube. Und man sieht natürlich dementsprechend gleich die Auswertung. Long Dark 2%, Skylines 10%, Sands of Auto 45%, Jurassic World Evolution 15% und nochmal House Flippers mit 27%. Ja, mal gucken, was draus wird. Also, ne, wenn ihr Bock habt, das Ganze noch in die eine oder andere Richtung zu pushen, haut einfach rein da. Kommentare auch gern gesehen, Likes, wie auch immer. Könnt ihr alles machen, wie ihr wollt. Und nochmal gesagt, jeder Like zählt bis Sonntag für eine verlängerte 800er Folge. Ja, zu tun haben wir hier sowieso immer genug. Wir sind jetzt hier erstmal eine halbe Stunde, fahren wir einmal über die Karte zum Rinderhof. Und da werden wir einen Kurzbleckkurs aufnehmen, der uns Silage verkauft. Weil wir haben da noch so krass viel Silage. Das muss weg. Das nützt ja all nichts. Das muss jetzt nebenbei passieren, wenn wir ernten. Und dann wollen wir noch, genau, die Ultima wieder losschicken. Die kann dann auch mal ein bisschen wieder arbeiten. Ja. Und dann geht's los, ne? Dreschen. Die vier Drescher, ja, warten auf uns. Dann müssen wir noch Kursplay-Kurse für die Felder kalkulieren lassen und dann schicken wir die Drescher los. Die ersten Runden machen wahrscheinlich wieder Sinn, selbst abzufahren, weil wir wollen ja natürlich ungern versenkte Traktoren haben. Von daher, ja, werden wir bestimmt die erste Runde da selbst machen. Gott, ist die Karte groß. Wer hat denn so eine große Karte gewachsen? Also ich bin selten hier mit einem 40 km/h Fahrzeug tatsächlich rumgefahren. Das war schon ein bisschen unterwegs, ne? Vor allen Dingen jetzt vom BGA Nord. Mal sagen, fast über BGA Ost. Jetzt zu BGA Süd. Da wartet so krass viel Silage auf uns. Da müssen wir natürlich gleich einen passenden Kurs für einzeichnen. Schaufeln, Stellungen. Die, glaube ich, sind mal in Ordnung. Die sind alle drin. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also ihr wisst Bescheid, was Trumpf ist sozusagen. Ne? Wer Bock hat auf ein anderes Let's Play noch zusätzlich logischerweise, gerne mit abstimmen. Was definitiv schon, also was man eigentlich ausschließen kann heute, was wohl nicht sich durchsetzen kann wird, weil es einfach zu wenig Stimmen mittlerweile schon hat, ist The Long Dark und City Skylines. Jurassic World auch ziemlich abgeschlagen, aber Grand Theft Auto und House Flippers. Na klar, auch das trennt schon 18%, was natürlich einfach mal fast 100 Leute sind. Ich bin auch gespannt auf eure Unterstützung, denn wenn ich tatsächlich das neue Projekt starte, ob ihr dann auch aktiv dabei seid oder nur einmal reinguckt, bin gespannt. Aber okay, heute sind wir LS und Wochenende steht vor der Tür. Wetter ist ja mega, ne? Das ist echt krass. Ich weiß noch nicht genau, wie ich überhaupt zum Stream komme an diesem Wochenende. Das steht alles so ein bisschen in den Sternen. Ihr werdet es kurzfristig sehen, wenn der Stream läuft. Ich sage auch schon mal an die Mitspieler, die schon darauf warten, Antwort. Ich werde da nochmal eine Antwort geben, aber ich kann es nicht versprechen. Wenn denn vielleicht, ja, wenn denn vielleicht heute Abend. Aber auch das ist nicht garantiert. Ich muss gucken, ich muss echt noch reinklotzen in die Version 2.0. Das heißt, kann sein, dass ich dieses Wochenende Streamer komplett ausfallen lasse, wobei auch blöd. Ich habe natürlich auch Bock wieder weiter zu spielen, vor allem weil letztes Wochenende nicht dazu kam, weil es ja nicht funktioniert hat. Muss ich mal gucken. Also vielleicht kriegen wir hin, einen Abend zumindest LS zu streamen. Mal schauen. Man kann ja leider nicht alles gleichzeitig. Und ich habe auch die letzten Tage, ne? Also wirklich fast jeden Abend, ich sag mal so um und bei von 9 bis 1 Uhr nachts, an der Karte gesessen. Ne? Also wirklich jeden Abend gemacht und getan, damit ich da halbwegs gut vorankomme. Und ich bin gut vorangekommen, aber ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ja, oh, das sieht alles noch ein bisschen wie eine Baustelle aus. Deswegen wird es noch ein paar Tage dauern. Und es wird leider nicht heute eine neue Version geben. Sonst war es ja häufig der Fall, dass es
Das ist das, die Lage, ja genau. Sonst war es ja häufig der Fall, dass ich am Freitag, den letzten eines Monats, eine neue Version rausgehauen habe. Mit 2.0 wird das nichts. Definitiv gibt es heute keine neue Map-Version. Also ne, nicht warten oder sonstiges, das wird nichts. So, guck mal, haben wir das schon mal weggekratzt. Das ist auch schon mal nice. Sieht irgendwie so anders aus, die Silage. Ne? Liegt schon ein bisschen länger oder so. Mille. So, dann wollen wir mal gucken. Das hier mit dem Crossplay hat ja schon bei uns im Multiplay gar nicht geklappt. Mal gucken, ob ich es jetzt im Singleplay halbwegs hinkriege. Also, wir müssen ziemlich eng hier ran. Wir machen hier vor dem Silo unseren Startpunkt. Wir machen in dem Silo unseren ersten Pausepunkt, damit er hier die Schaufel runter macht. Dann ziehen wir durch. Guck mal, der Power hat er, zieht locker hoch, das ist schon mal nice. Dann fahren wir bis zum Ende durch. Wir haben schon mal die Schaufel hoch, damit wir gleich ordentlich klappen können. So, bis zum Ende durch, damit alles rauskratzt. Bis hier. Dann sagen wir, Mist, Pause. Egal, Pausezeichen und rückwärts. Müsste egal sein, ne? Kann sein, dass es nicht klappt. So, fahren wir rückwärts. Ziemlich gerade wieder raus, damit wir da nicht so viel Blödsinn fabrizieren. Und jetzt ziehen wir hier rum. Hier rum ziehen wir, genau. Rum die dumm. So. Es ist eng, ich weiß. Dann fahren wir wieder vorwärts. Versuchen natürlich schön gerade davor zu fahren. Sagen Stopp. Also wieder ein Pausezeichen. Machen rückwärts. Legen den Rückwärtsgang ein. Fahren auch rückwärts. Und jetzt wird's kriminell. Zwar wieder vorwärts. Und jetzt müssten wir so hier hinkommen, dass er schnallt, das hier auf und an und so weiter, ne? Ihr wisst es. So. Schaufel runter. Bisschen aufklappen. Ja, macht er. Ja, guck mal, er zieht erstmal komplett zur Seite. Ist aber auch in Ordnung, weil hier liegt ja noch was. Er hat die Schaufel voll, beziehungsweise sie hat die Schaufel voll. Die Sonne geht auf, das Getreide ist gleich trocken. Ja, ist natürlich schnell voll das Teil, ne? Aber okay. 7300 Einnahmen Ernte. Jetzt zählt's. Kriegt er den Startpunkt wieder oder nicht? Wenn ja, können wir speichern. Wenn nicht, können wir nicht speichern. Doch, es könnte klappen. Liga Ost, Silo 2 leer. Warum Ost? Das war dumm. Kannst du den hier löschen? Nein, wahrscheinlich nicht. Und das ist BGA Süd, ne? Wie gesagt, das. Die ersten haben bestimmt schon gedacht, in dem Moment, was macht er denn da? BGA Süd. Silo 2 leer. So, das läuft. Das bringt uns ab Zukunft Geld. Ne? Da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Das wird die ganze Aufnahmesession jetzt hier durchhalten, hoffe ich. Ja. Okay. Hier ist schon wieder so viel Ball, ne? Sollen wir sie schon losschicken? Ich muss eigentlich schon wieder mit zum Hof fahren und ich verkaufe das auf die Schnelle hier bei der WGA. Mist. Was, genau, das hatten wir ja auch noch überlegt, ob wir das zum Futterfabrik bringen müssen. Wie sieht's aus hier? Läuft. Stroh, Silage 251.000 Gras, 112.000 Stroh ist bald empty, aber Stroh können wir hier ranschaffen, dann natürlich vom Haferfeld. Na toll, wir kommen einfach nicht zum Dreschen, oder? Und die Überlegung ist eben auch,
die Ultima dann für den Rest Grasballen draus machen zu lassen. Das wird die Silageballen jetzt noch wegfahren? Also das machen wir natürlich kein Geld mehr, ne? Ich weiß es nicht. Wir haben auch noch Grasballen. Wir rasen erstmal schnell mal darüber, das ist ja zum Glück nicht ganz so weit. Wir können hier überall ein bisschen quer durchfahren. Ja, das machen wir jetzt heute noch, ne? Die Fahrt machen wir noch. Es wird auch gerade so neblig. Es kommt doch wieder Feuchtigkeit ans Getreide und ist der Feuchtigkeitswert zu hoch. Dann kann man natürlich nicht starten, das geht nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie wollen wir eigentlich starten? Will ich erst die Soja-Umrandung machen? Soja müssen wir nicht so viel abfahren. Weil beides gleichzeitig, vier Drescher auf zwei unterschiedlichen Feldern selbst abzufahren, wird nicht funktionieren. Das wird schief gehen, glaube ich. Ja, solange wir immer 7000 Einnahmen BGA da oben auflaufen, das ist auch mega, das läppert sich einfach zusammen über die Zeit. Irgendwann gucken wir rauf und haben 2 Millionen oder so als Beispiel. Ich meine, so lange geht die heutige Aufnahmesession nicht, aber wer weiß. Also 4 Folgen ist heute für mich der Plan. Das ist jetzt die Freitagsfolge. Aber wie gesagt, schönes Wochenende natürlich schon mal von hier aus. So, ein bisschen hoch und ein bisschen rüber. Und ab dafür. Die Tiere, die haben ja auch Hunger, ne? Wir haben ja so viele Milchkühe. Sind ja selber schuld. Okay, 2 sind im Gras gelandet. 4. So, muss ich einmal hier rüber schmeißen. 510.000. Nicht schlecht. Das ist richtig für Silage für die nächsten Wochen. Deswegen, dass wenn wir jetzt noch einsammeln, noch eine volle Ladung Silageballen, dann weiß ich noch nicht genau, verkaufen oder auch direkt in den Kuhstall fahren, wollen die Kühe vielleicht auch noch Silageballen haben. Können wir uns alles morgen angucken. Morgen haben wir wieder 2 Folgen, ne? 12 Uhr und 15 Uhr. Und auch morgen zählt es noch, ne? Und heute zählt es ja auch, Leute. Jeder Like in der Summe nachher verlängert die Folge am Sonntag. Die 800er, nicht die 799. Die ist normal. Normal heißt so wie jetzt, ne? 15, 16, 17, 18, 19 Minuten, je nachdem, wie es denn gerade so passt. Ich würde sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt ihr mich gerne mit einem Like. Ich weiß, viele von euch haben damit gerechnet, jetzt wird gedroschen. Aber versprochen, morgen am Samstag definitiv die Drescher werden rollen und Getreide ernten. Bis dahin und tschüss.